Grüezi miteinander, mein Name ist Roland Inderbitzin, ich bin 44 Jahre alt, leidenschaftlicher Multikopterflieger und Bauer. Ich mache dieses Hobby seit circa 5 Jahren und unterscheide mich ein bisschen oder ich distanziere mich ein bisschen von dem Wort Drohne, weil meine Geräte, die sind handgesteuert und die fliegen eigentlich nicht autonom. Und bei uns in der Szene sagt man Multikopter. Multikopter aus diesem Grund, das sind Mehrfachkopter-Systeme. Man sieht hier ein Oktakopter. Es gibt Hexakopter. Hier sieht man einen Hexakopter. Sie haben wohl alle eine Kamera dran, aber das hat einen anderen Grund. Man sieht hier ein Dodekakopter. Ich würde mal sagen, der ist fast einmalig in der Schweiz. Der hat 12 Motoren. Habe ich alles selber gebaut. Also der Aufbau von solchen Modellen, das läuft eigentlich immer gleich. Das ist so, dass die 5 Bestandteile dieser Modelle, die Grundbestandteile, wir haben, das ist ein Hexakopter im Spider-Format. Die Grundbestandteile sind so, dass die bestehend sind aus Propeller, Motor und dann auch die Motorenregler und das Antriebssystem, die Batterie, der Akku, sagen wir dem, die Flight Control, die das dann handelt, dass wenn man Gas gibt, dass alle Motoren im gleichen System gleich Gas geben, dass die Steuerung funktioniert und das wird elektronisch geregelt. Da geben dann die einzelnen Motoren weniger oder mehr Gas und da kann sich das Modell drehen, man kann auch Loopings machen, also Sachen sind möglich mit der entsprechenden Steuerung, die da hier drunter steckt. Und diese Bestandteile, also der Frame, wo man überall sieht, die Motoren und dann die Extras, die man noch dran machen kann. Das sind eigentlich diese Sachen, die mich sehr faszinieren. Der Aufbau von so einem Multikopter läuft eigentlich auch immer gleich. Man überlegt sich, was will ich mit dem machen. Bei mir sind es vor allem die sportlichen Flüge, wo ich dann ohne GPS oder irgendwelche zusätzlichen Unterstützung fliege. Und das ist eigentlich noch eine Kunst, weil ich habe circa 2 Jahre benötigt, bis ich so ein Teil fliegen konnte. Wenn man da den schönen großen Multikopter sieht, der hat eine Steuerung drin. Man sagt, das kann eigentlich jeder fliegen, weil man gibt Gas, der steigt dann hoch, hält die Höhe und man muss sich dann eigentlich wirklich nur noch darauf konzentrieren, wo man hinfliegen will und der macht eigentlich alles automatisch. Also das ging ja dann schon eher in den Bereich von einer Drohne, als im Vergleich zu den Modellen, die ich hier zeige. Vielleicht noch ein bisschen zu mir. Diese Multikopter-Sache, also ich bin vor allem in der deutschen Szene im Internet unterwegs, man trifft sich da in Foren, man spricht ab, welche Motoren, Leistung, Größe, welche Akkus, welche Systeme zusammenpassen, damit man dann das, was man erreichen will, mit diesen Systemen erreichen kann. Unter anderem sind da dann auch Anleitungen, wie man das bauen kann. Die einzelnen Systeme werden, wie schon gesagt, zusammengesetzt. Man kauft den Frame, die Motoren. Ich bestelle mein Material aus China, weil natürlich auch aus Kostengründen in Europa die Sachen sehr teuer sind. In China kann man das zu einem erschwinglichen Preis erwerben. Ich habe selber jetzt in den fast 5 Jahren ca. 35 Multikopter gebaut. Und teste die dann und wenn die ausgedient sind, stelle ich die entweder in eine Ecke oder verkaufe sie dann an Leute, die auch beginnen und vor allem Leute, die interessiert sind zu fliegen, weil es hat wirklich eine Kunst, ja, so ein Teil fliegen zu können. Ich habe hier noch einen Video-Channel, wo ich vielleicht ganz kurz zeigen kann. Hier so eine. Ich habe natürlich auch den Wunsch, man hört sehr viel in den Medien von den Filmcoptern und alles, ich habe auch einen Wunsch gehabt, so einen Copter mal zusammenzubauen. Die Herausforderung liegt darin, dass diese Copter sehr sauber aufgebaut werden müssen, damit man keine Schwingungen auf den Motoren hat, weil sobald irgendeine Schwingung, Übertragung dann über das Gestell auf die Kamera kommt, dann hat man keine schönen Bilder. Und das macht dann einfach keinen Spaß, weil man auf dem Bild sozusagen gar nichts erkennt, wo man filmt, weil alles verschwommen ist und verzittert. Und das ist eigentlich da die Herausforderung. Man sieht auch hier, sämtliche Motoren sind gummigelagert.
Also an jedem Motor versuche ich so viel wie möglich die Schwingung zu entfernen. Dann sind dann auch noch das Aufhängesystem ist umgelagert. Also man versucht da wirklich die Motorenleistung so zu unterdrücken, dass das nicht auf das Bild übertragen wird. Ja, ich zeige jetzt mal das Video von meiner, ich sage jetzt mal, einzigen Drohnenaufnahme, wenn man dann so sagen kann. Ich kann nachher noch ein Video zeigen, wo man eigentlich sieht, wie ich fliege. Also hier bin ich in meinem Garten und filme eigentlich einfach vom Garten heraus. Also man sieht schon hier, das Ziel ist einfach ein ruhiges, schönes Bild zu haben. Und ich finde, ich habe eigentlich mit meinen möglichen Mitteln das sehr gut erreicht. Es ist natürlich klar, dass solche Drohnen wie diese hier, die machen perfekte Bilder und da muss keiner schauen, sind die Motoren richtig gelagert oder ist das vom System her genial aufgebaut, das passt einfach. Und hier ist zum Beispiel auch gerade meine Frau im Wintergarten am Wäsche aufhängen, aber ich habe die Erlaubnis, also ich durfte da filmen, sie hat da nichts dagegen. Einfach, das ist für mich ein Test, und zwar kann ich auch so einen Multicopter bauen, der, ich sage jetzt mal, Aufnahmen macht, die man nachher für etwas tragen kann. Der Copter steht aber jetzt in der Ecke, ist für mich uninteressant, ich habe den gebaut. Ich werde demnächst diesen wahrscheinlich verkaufen, weil ich habe keine Lust, im Himmel zu stehen und zuzuschauen, wie der da langsam. Mein Ding ist ganz ein anderes, ich zeige euch noch ein anderes Video, wo man dann sieht, hier sieht man auch die Vielfalt von meinen Drohnen, die ich gebaut habe. So, hab's gleich. Hier. Hier sieht man das wirklich ganz anders ab, also es ist wirklich ein sportlicher Flug. Ich fliege auf Sichtkontakt. Gefährlich ist auch, wenn der Multicopter stehen bleibt und er weit weg ist, dann kann ich ihn einfach gar nicht mehr orten, wie steht er jetzt oder wie ist die Fluglage. Also ich muss immer, ich sage jetzt mal, im Betrieb, im Flug sein, sonst habe ich ein Problem mit der Erkennung, was ist jetzt genau, wie steht er, wie ist er und dann stürzt er mir ab. Und das ist eigentlich mein Hobby. Hier fliege ich auf und das macht Spaß. Darum bin ich irgendwo, ich sage jetzt mal, am Rande, weit entfernt von solchen Sachen, wie das hier steht. Wir sehen hier ein Looping. Ich habe hier auch eine Erkennung hinten dran, diese zwei Bällchen, das sind Ping-Pong-Bällchen, damit ich halt auch sehe, was ist hinten, wenn ich da schnell reagieren muss oder irgendetwas, ein Flugmanöver machen. Bis 80, 90, 100 fliegen, je nach Motorenleistung, nach Akkupower. Flugzeit ist in der Regel so, man muss halt auch schauen, dass die Akkus nicht zu schwer sind, weil sonst geht es von der Flugzeit ab, wenn man sich fliegen sollte. Flugzeit ist in der Regel so zwischen 12 und 18 Minuten. Ja. Vielleicht noch was zum Preis. Diese Eigenbauten sind, wenn man jetzt dieses Modell anschaut, Materialkosten würde ich jetzt mal sagen, so zwischen 600 und 900 Franken. Die Bauzeit, also ich bin da an dem Modell, ja, zwischen 10 und 15 Stunden, mit Verkabelung, mit Löten und so weiter, ist das Teil dann eigentlich so da stand, wie es hier steht. Man sieht, hier auch, wenn man den Deckel mal gibt, die ganze Elektronik, das sind diese Flight Controls, das ist ein kompletter Turm, der ist bestehend aus der Elektronik. Dieser hat jetzt auch ein GPS drin, aber dieses GPS unterscheidet sich eigentlich von dem autonomen Flug, weil ich kann hier an einem Punkt sagen, bleib da stehen und dann bleibt er einfach da, aber er fliegt nicht weg oder fliegt selbstständig, das ist einfach eine Unterstützung, dass wenn ich irgendwo vor einem Objekt bin oder irgendetwas permanent filmen möchte, dann drücke ich da den Knopf und da bleibt es stehen. Und wenn ich das GPS wieder rausnehme, dann habe ich wieder Hand-Mode und muss das Teil eigentlich manuell fliegen.
Also hier haben wir rund, ich sage jetzt mal ohne Arbeit, um die 1000 Schweizer Franken. Das sind dann so Spielereien, wo man dann am Modell auch mal nach einem Farb oder einem Körper gibt. Das kann man aufmachen und dann sieht das drinnen eigentlich genau gleich aus. Da sind wir Materialkosten im Bereich von 250 Franken. Hat keine Kamera. Dieses Modell hier, das bei der Hexa, ist ein FPV-Modell. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Man kann mit einer Brille eigentlich so fliegen, dass hier die Kamera hier vorne, die hat also nicht irgendeine Überwachungsfunktion, sondern dieses Bild hier aus Pilotensicht gibt dem Flieger in der Brille eigentlich genau das Bild, was der Kopter sieht. Und mit dem kann man natürlich dann weiter als nur Sichtflug fliegen. Dem sagt man FPV. Das ist mein einziges Modell, wo hier das Bild übermittelt von der Kamerasicht und hier sind dann einfach die Steuerungsdaten, die übermittelt werden. Und vielleicht noch was zum Zeigen. Es sind also Spielereien, die möglich sind. Das geht über die Beleuchtung, es geht über die Zusätze mit Kameras, es geht auch mit so Spielereien wie, ich lasse den mal schnell an, bitte nicht erschrecken, also die Motoren werden mitlaufen. Und schnell zum Zeigen, dass ich zum Beispiel auch das Fahrgestell hochfahren kann, um dann eine kamerafreie Sicht zu haben. Wenn ich dann in der Luft bin, gestartet bin, kann ich die Beine hochklappen und könnte dann natürlich theoretisch schön alles filmen, was da ist, und habe dann nicht die Beine im Bild. Spielerei. Ich glaube, diese Version kann auch die Beine hochklappen. Dann, was ich schon gesagt habe, Spielerei mit dem Licht. Den habe ich jetzt nicht. Okay. Hier haben wir LEDs dran, das ist auch zur Hilfe der Position, hier ist alles grün, hier habe ich dann blaue LEDs dran und das schaut natürlich sehr schön aus, auch für den Piloten, wenn er da fliegen kann und da so eine fliegende Lampe eigentlich im Blickfeld hat, ja, das ist etwas für das Gemüt, das haben wir gesehen. Ja. Wie zuverlässig ist denn da die Fernsteuerung? Kommt das also Interferenzen mit anderen Fernsteuerungen? Also fliegen die hier, Kanäle verschlüsselt? Oder die Kanäle sind verschlüsselt, wir fliegen um 2,4 MHz. Megahertz. Und wenn eine Verbindung aufgebaut wird, dann ist die verschlüsselt und auf das System ist mir jetzt noch nie etwas passiert. Die Reichweite von jetzt einer herkömmlichen Fernbedienung beträgt circa 2,5 Kilometer. Also ich kann gar nicht so weit fliegen, wie es eigentlich ginge. Und da ich keine GPS-Systeme benutze und so Autopilot-Funktionen und alles manuell ist, habe ich eigentlich immer die Kontrolle direkt in der Hand. Was dann bei Systemen, wo wie jetzt da komplett gesteuert fliegen, dann schon gefährlich ist, weil wenn da mal irgendein Steuerfehler ist oder ein GPS-Signalverlust, kommt es sehr oft vor, dass die dann einfach losfliegen. Also die Fernsteuerung und der Multikoppler, die werden gekoppelt? Also wir haben jetzt vor allem bei den Systemen, Herr Bruno Werther, also falls ich etwas Falsches sage, bitte korrigieren, aber wir haben bei den Systemen eigentlich die Kopplung mit der Fernbedienung, aber wir geben irgendwo die Freiheit am Modell, wo wir sagen, bitte hilf mir zu fliegen. Und dann sind Faktoren wie GPS-Unterstützung, Höhendruckmessungen und so weiter, die Faktoren, die sagen, das Modell steht hier, man kann auch mit Waypoints diese Drohnen automatisch fliegen lassen, also Punkte abfliegen lassen. Und da können natürlich die kleinsten Fehler in der programmierischen Berechnung, GPS-Signal und so weiter, Verbindungsabfall, ganz schlimme Sachen hervorrufen. In der Regel sollten sie eigentlich automatisch landen, sobald so etwas passiert. Aber wenn man im Internet schaut, also man findet unter dem Begriff Flyaway, sagt man den, ganz, ganz schlimme Sachen, wo wirklich man fast sagt, die Drohnen fliegen ab und zu einfach nach Hause zurück, oder? Ja, es ist, für mich ist das ein bisschen risikohaft. Ich habe
meine Ziele sind nicht, total ferngesteuerte Drohnen zu bauen. Ich hatte so ein System, ich habe das wieder verkauft, war total langweilig für mich, weil, wie gesagt, ich bin der sportliche Flieger, das macht Spaß und vor allem, ich baue gern. Wenn man so schaut, 70-30, also 70% von meinem Hobby bin ich da am Löten, am die Programmierung machen, am Teile heraussuchen, Bestellungen machen mit China, Video schneiden und 30% fliege ich wirklich. Und habe, wie gesagt, ja, in den ersten zwei Jahren ja, gefühlte 15 Multicopter zerstört. Flugzeiten waren zwischen 1 Minute und 5 Minuten. Und dann war der Traum aus, also stundenlanges Basteln, schauen, ob es geht, dann fliegt er und bam. Und das war dann nämlich wieder der Grund zum der nächste bauen oder reparieren. Ja, und so nach eineinhalb, zwei Jahren hat es dann geklappt, dass ich jetzt eigentlich unfallfrei bin. Also ich habe hier noch vielleicht ganz kurz ein Video, wo ich so die Best-of-Abstürze aus der Übungszeit zusammengeschnitten habe. Ja, ist jetzt im Nachhinein ein bisschen traurig, wenn man das sieht. Zum Teil sind die Modelle dann wirklich kaputt gegangen und zum Teil konnte man es dann halt wieder reparieren. Durch das, dass ich die Teile in China bestelle, kann ich so natürlich Ersatzmotoren bestellen und so weiter und dann ja, ist das nicht unbedingt so tragisch. Man muss halt einfach wieder warten, bis hier. Da sieht man so, wer die Steuerung nicht beherrscht, das ist sehr ähnlich wie ein Modellflugzeug zum Fliegen. Wenn man das Kurvenfliegen nicht beherrscht, dann heißt es jedes Mal, wenn man eine Kurve einleitet, dann macht es eigentlich immer so. Und das sieht man hier eigentlich ganz gut. Das ist die Anfangsphase von dem hier. Umgekehrt. Oder sicher mal ein, zwei oder drei Propeller zerstört. Dann muss man wieder zurück. Da bin ich in den Baum geflogen. Muss ich dann mit der Leiter den holen, der war ganz oben im Baum. Und da plötzlich stürzen sie ab, wenn sie dann nicht schön gelötet ist, eine kalte Lötstelle oder irgendwas. Am Anfang konnte ich ja noch gar nicht löten, also das muss ich zuerst lernen. Und dann sind das halt so Sachen, wo man einem dann passieren. Oder dann gebe ich einfach immer bei einer Kurve die Abstürze. Und zum Teil fliege ich sogar auf mich selber rein. Ja, also der Anfang war wirklich sehr speziell. Ich war auch zeitweise an einem Punkt, wo ich gedacht habe, das lernst du nie mehr, hör doch auf. Aber ich habe dann durchgebissen und plötzlich ging es dann. Und da stürzen sie einfach immer ab. Also mit Gras. Und zum Üben ist es noch gut, wenn man irgendwo sich einen Ort sucht, der halt wirklich menschenfrei ist, dass da nichts passieren kann. Und das war dann auch immer meine Devise, irgendwo raus aufs Land. Und die Zerstörungen sind dann auch nicht ganz so groß, wie wenn man einen harten Boden hat. Da spicken dann die Teile weg und ja, die Modelle sind dann meistens kaputt. Ja, es tut mir ein bisschen weh, wenn ich das hier sehe. also man kann sagen, die Regelung ist so, dass der Helikopterfliegen ist um einiges noch schwerer, weil da ist man auf einer Achse und hier haben wir natürlich die Flugeigenschaften auf, jetzt in dem Fall auf 8 Achsen verteilt. Fällt mir natürlich um einiges einfacher, das Modell irgendwo, ich sage jetzt mal mit Gyro-Unterstützung gerade zu halten, als wenn ich einen Helikopter hätte, der ja, das auf einer Achse hat. Also Helikopterfliegen kann ich nicht. Aber was ich kann, sind Flugmodelle fliegen. Da kann ich jetzt von dem sofort auf ein Flugmodell, auf einen Fleckenflieger wechseln und fliege mit dem ohne Probleme eigentlich im Zeug herum, weil ich das gelernt habe mit den Multicoptern. Eine letzte Frage. Wenn man diese Systeme koppelt, Sie haben gesagt, dass die sind ja dann verschlüsselt, diese Kanäle. Und für die Verschlüsselung kann ich oder muss ich da einen persönlichen PIN eingeben? Nicht. Nein, es ist so, dass die entsprechenden Empfänger, jedes Modell hat einen Empfänger, ich habe ja von denen 4 oder 5 Systeme und die Systeme beinhalten mehrere Modelle. Man wechselt dann das Modell wird beschriftet mit Hexakopter, mit Oktakopter und die Verkopplungen, die laufen erstmalig jetzt bei meinem System so, dass ich sage, kopple nicht, da drückt man irgendwas und dann koppelt was
und ich schalte dann auf das nächste System und kopple das und die sind dann immer gekoppelt. Das ist dann so fix, oder? Habe ich Sie richtig verstanden, wenn sich der Oktokopter außerhalb der Reichweite der Steuerung bewegt, dann kann es sein, dass der einfach darauf losfliegt oder fliegt oder fliegt. Also meine Modelle nicht. Meine Modelle, wenn die kein Signal mehr haben und ich zum Beispiel auf Vollgas bin, wenn der Verbindungsabbruch kommt, dann ist alles weg, dann macht es wie ein nasser Stein, Peng. Diese Modelle, wo flugunterstützt sind, die haben natürlich dann einen Auftrag, ich muss so fliegen oder ich fliege jetzt so oder zu dem Punkt, die machen dann das weiter, haben aber so eine Notabschaltung, wenn so etwas passiert, die müssten eigentlich landen. An der Stelle, wo sie sind, steigen sie in der Regel auf 20 Meter hoch und landen dann schön an dem Punkt, wo das passiert. Verbindungsabbruch, was auch alles die Möglichkeiten sein können, dass das... Aber bei mir bedeutet das Absturz. Mit der Unterteilung im Cockpit-Ansicht, die Sie vorhin erwähnt haben, inwiefern ist es nicht möglich, mit dieser Kamera, die da unten ist, zu fliegen? Also braucht es diese Cockpit-Kamera, um die Sichtweite zu fliegen? Diese Kameras sind noch lange nicht HD-fähig, also jetzt meine Version, die ich habe. Und die benutze ich halt wirklich zum Schauen, wo fliege ich durch. Und ich nehme halt das ganze Geschehen dann, wenn man so sagen kann, entfiltert. In der Kamera selber, in der Flugkamera habe ich Vibrationen, da habe ich das Modell, das spüre ich dann richtig. Und hier unten habe ich Systeme, da kann der Kopter, egal wie er ist, kann sich bewegen und die Kamera ist immer fokussiert auf den Punkt. Und wenn ich natürlich schöne Aufnahmen machen will von meinem Flug, nehme ich diese separat auf. Ich kann natürlich auch dieses Bild aufnehmen, wo ich mit der Kamera vorne habe, aber das bringt mir nichts, da habe ich auch die Störungen drin. Das ist im 5,8 MHz Bereich und wenn da mal irgendein Baum oder irgendetwas dazwischen kommt, das flackert und macht und tut. Also wirklich schöne Aufnahmen habe ich nur mit einer HD-Cam und die setze ich dann separat einfach noch dazu. Und die nimmt einfach alles auf, was ich dann fliege. Aber wäre es theoretisch möglich? Wäre auch möglich. Es gibt auch jetzt vor allem bei der GoPro diese Möglichkeit, dass man Live-Out-Signal abzapfen kann. Und das gibt man dann auf einen Sender und mit einem Empfänger, was man dann speist auf einen Bildschirm klein oder auf dem Fernseher oder in die Brille, kann man eigentlich direkt das machen. Hat aber noch einen negativen Effekt, diese Live-Outs, die haben immer ganz eine leichte Verzögerung. Und wenn ich das mache mit einer separaten Kamera oder einer Kamera nur brauche für das FPV, dann habe ich wirklich fast ein 1:1 Bild, weil die Verzögerung ist natürlich nicht schön. Wenn man sieht, es kommt schräg und dann kommt man immer irgendwo zu spät oder das gibt ganz lustige Effekte, die vom Fliegerischen her alles andere als angenehm sind. Und darum löst man das in der Regel mit zwei verschiedenen Systemen. Ja. Brauchen Sie eine spezielle Versicherung, was Sie brauchen, wie Sie zu dürfen? Ja, also das war das Erste, was ich gemacht habe, zum Glück. Ich habe vorhin gesagt, dass ich vor allem im deutschen Sektor unterwegs bin. Ich habe dann Kollegen, von dem habe ich alles gelernt, wenn man das so sagen kann. Und der hat mir von Anfang an gesagt, also wenn du bei uns auf den Flugplatz kommst, musst du die Versicherung haben. Und ja, dann habe ich mich erkundigt, was gibt es da für Versicherungen. Ich selber bin bei der Zürich und bin, ich glaube, über 5 Millionen versichert. Das sind dann die Gewichtsabgaben, ich glaube bis zu 7 Kilo. Ja, bin ich, wenn meine Modelle nicht schwer sind, bin ich eigentlich da grundversichert, habe extra einen Ausweis, den ich da vorweisen kann, wenn ich auf den Platz komme und dann sagen die, ist okay, du kannst auf unserem Flugplatz fliegen. Und das habe ich von Anfang an. Und wenn ich jetzt so zurückschaue auf die Jahre, ist bei mir eigentlich nicht wirklich Großes passiert, aber ich hatte schon zwei, dreimal sehr, sehr großes Glück. Und Versicherung ist eigentlich ein Muss, ist jeder sehr leichtsinnig, der irgendein Modell steigen lässt, ohne Versicherung. Einem Kollegen von mir ist so ein kleines Modell, das ist ein Y6, Y wegen der Form und 6, weil er 6 Motoren hat. Auch ein Eigenbau von mir. Ich habe hier das Transparente, was man sieht, den Rahmen bestellt und sämtliche Komponenten eigentlich selber ausgesucht, dazu gebaut und den so zusammengeschraubt. Dem ist so ein kleines Ding in die Autoheckscheibe reingedonnert.
weil er halt einen Flugfehler gemacht hat. Dem hat es die ganze Scheibe rausgeschlagen und hatte wirklich Glück, dass da nicht irgendjemand drin war oder jemand getroffen hatte und so weiter. Also die Versicherung ist Pflicht. Ich glaube, das ist nicht bei allen meinen Kameraden, die so sind wie ich, wirklich auch unter dem ersten Gebot, dass sie das auch haben. Aber ist kein Thema, also ohne Versicherung geht gar nichts. Gibt es da Auflagen von der Versicherung, wo man fliegen darf? Ich meine, also ich habe bei der Zürich keine Auflagen. Die sagen mir einfach, vom Gewicht her, meine Modelle dürfen nicht schwerer sein als, ich glaube, hier werde ich nicht mehr versichert. Und da sind wir bei 7,5 Kilo, bis fast 10. Vielleicht noch preisklassenmäßig, ich habe da gesagt 1.000 Franken, 200 Franken, Eigenbau ist schwer zu sagen, vielleicht um die 1.000, 200, 400. Das Modell ist im Bereich 10.000 aufwärts. Also man schaut schon, man sieht sofort, wir sind hier im professionellen Bereich, aber das ist auch spürbar im Preis, wenn man, ja, da kann man natürlich mit der Kamera, mit optionalen Zusätzen Geld ins Endlose investieren. Ein kleiner Vergleich noch, den kleinen da fliege ich mit dem Akku, diese 17 Minuten hier, und der große da fliegt sich mit dem Akku, ich habe noch nie so einen großen Akku gesehen, 2,5 Kilo schwer nur der Akku, die Flugzeit ist 20 Minuten. 20 Minuten. Also Wahnsinn. Wo wird denn sowas eingesetzt, also der kommerzielle Berater? Wo das eingesetzt wird? Ist es nur Hobby oder ist... Vielleicht hat Herr Werder etwas zu... Für mich ist es Hobby, aber ich habe gehört, dass auch der Grenzschutz mit Infrarotkameras den Grenzbereich abfliegt in der Nacht. Zum Beispiel. Oder professionelle Flugaufnahmen anstelle eines richtigen Helikopters. Auch in der Filmindustrie. Also man sieht die... Schweizer Fernsehen hat auch zwei Modelle. Ja. Genau, also ich habe sie auch schon gesehen. Und man sieht, wenn man irgendwo... In der Nähe von Professionalität sind eigentlich immer die DJI-Modelle, wo es da der kleine Phantom gibt, ab 700 Franken für den Normalgebrauch, wo man dann auch dieses Modell hat für den professionellen Bereich. Sieht man eigentlich, das hat sich durchgesetzt, dieses System mit Modell. Und man kann sagen, im Großen und Ganzen fliegen die wirklich gut. Man hat wenig Zwischenfälle, aber es gibt sie eben doch. Dass halt plötzlich Flyaway die Modelle voll Gas geben und einfach wegfliegen. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn da jemand irgendwo steht und so ein Geschoss vom Himmel herunterkommt mit den 7 bis 10 Kilo. Ich würde sagen, das ist tödlich. Also ich möchte nicht... Und es ist aus meiner Sicht, ich möchte das nicht irgendwo schlecht reden, ein bisschen erschreckend, wenn man sieht, Konrad... Multimedia und all die Anbieter, die den kleinen Phantom komplett GPS-gesteuert anbieten, wo der Vater mit dem Sohn das kaufen kann, dann gehen sie in den Garten, nach 10 Minuten fliegen die bereits und machen eigentlich das, was ich 2 Jahre geübt habe, bis ich nur mal vor mir das Modell in horizontaler Lage fliegen konnte. Ist das ein bisschen erschreckend? Wenn man denkt, ja, bei uns ist das eine Zeremonie, da wird vor dem Flug schnell geschaut, sind alle Propeller okay, nichts angerissen. Diese Modelle kauft man beim Konrad, steckt sie ein, fliegt los. Also die ganze Zeremonie, alles drumherum, sehe ich da eigentlich nicht, wo bei uns da ist, bevor wir überhaupt mal in die Luft gehen, oder? Das ist ein bisschen ein Unterschied. Aber es ist spannend, wohin der Trend geht. Ja. Kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen, in welche Richtung die Technik sich entwickelt, was uns in näherer Zukunft so etwa erwarten können? Also ich habe das Gefühl, die nähere Zukunft ist natürlich ganz klar, solche Sachen erschwinglich zu machen für jedermann, ist natürlich ein Traum. Es ist auch für mich, wenn ich das sehe, also ja, ich meine, sind ja, der Trend geht dahin, dass alles einfacher wird, alles automatisierter wird. Man kann wahrscheinlich dann zu Hause die Route programmieren, stellt den in den Garten und sagt Enter, dann startet er, fliegt da die GPS-Daten, die man eingegeben hat, ab,
Man kann dann auch sagen, stehen bleiben, schnell alles filmen und weiterfliegen und kommt dann irgendwann zurück und man sitzt dann zu Hause, wertet die Videobilder aus, was auch immer, und da wird die Zukunft dahin gehen. Und das wird, ich würde sagen, aussterben, bis auf eine kleine Randgruppe, die sagen, wir wollen halt einfach fliegen, fliegen lernen, die ganze Zeremonie, das Gefühl haben, ja, die Zukunft geht dahin, dass wir solche Modelle haben werden, für jeden erschwinglich. 68 Franken Minisysteme mit Kamera, die in der heutigen Zeit schon gute Bilder liefern. Es gibt kleine HD-Kameras, klar hat man Abstriche, aber man kann mit so kleinen Systemen beim Nachbarn in den Garten fliegen. Die sind so leise, so klein, man kommt das gar nicht mehr mit über. Ja, da werden wir irgendwann wahrscheinlich ein Problem haben. Dass wenn wir hochschauen, wir sehen dann sicher irgendein, zwei Multikopter, die entweder selbst gesteuert oder dann halt irgend von jemandem unmittelbar näher gesteuert werden. Oder? Das ist ein bisschen erschreckend. Aber, zu meiner Zeit, wo ich begonnen habe, hat es das noch nicht gegeben. Und darum bin ich eigentlich meiner Sache treu. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich schon die Möglichkeit gehabt hätte, ohne das fliegerische Können solche Teile bewegen zu können. Wahrscheinlich. Also die neuesten Systeme sind dann relativ leise, heißt das? Ja. Ich höre die nicht unbedingt. Doch, man hört sie. Aber wenn ein bisschen Wind ist, Umgebungsgeräusche, wenn sie klein sind, man hört sie nicht mehr. Noch eine Frage. Sie haben gesagt, Sie verkaufen diese Reiter, die Geräte. Dann haben Sie am Anfang gesagt, ich bedanke mich, ich bin mehr für das Risiko interessiert. Sie brauchen eine Versicherung, das zum Fliegen. Haben Sie dann auch etwas, um das Produkt weiter zu verkaufen? Versicherung? Ja. Nein, ab dem Moment, wo ich mich trenne von meinen Modellen, das muss schnell und schmerzlos gehen, weil da steckt in jedem irgendwo stundenweise Arbeit. Ich nehme das dann, mache einen guten Preis, ich ermögliche jemandem auch den Einstieg. Über die Versicherung wird von meiner Seite in diesen Fällen eigentlich nicht gesprochen. Also da gehe ich davon aus, dass das Gegenüber, der so etwas kauft, selber dazu bemüht ist, sich zu versichern. Man trifft sich aber dann wieder in den Foren. Und dann ist es wieder ein ganzes wichtiges Thema, hast du eine Versicherung, dann wird darüber gesprochen, wer ja, welche, wieso, warum. Und ja, also in der Regel kommt dann, wenn jemand so einen Tweet gelesen hat, auch darauf, dass es ohne eigentlich nicht geht. Aber ich finde jetzt nicht mich in der Aufgabe dazu gezwungen, dass ich meinem Nachfolger von meinen Modellen dann sage, aber ohne Versicherung fliegst du nicht, oder? Vielleicht müsste ich das machen. Ich frage mal andersrum, können wir uns später umschauen. Okay. Ja, herzlichen Dank. Danke auch Ihnen. Sie machen. Merci.